Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Splatoon Global Testfire, die Demo zum bald erscheinenden Spiel. Neuer Part ist jetzt da, weil ihn sich einige gewünscht haben. Ich habe ja im letzten und fünften Part gefragt, ob das vielleicht schon das Ende sein soll. Und die Leute haben gesagt, größtenteils, macht doch noch einen Part, das würde nicht schaden. Oder macht doch noch ein bisschen weiter mit der Demo. Und ja, hier bin ich mit Splatoon Global Testfire. Wird eine coole Runde. Auch das ist natürlich wieder alles nachkommentiert und alles, ne, sollte klar sein. Aber on-topic wird das hier nicht mehr sein. Ich werde jetzt heute nur noch über Themen reden. Weil, ja, ich finde, on-topic kann ich jetzt nur machen, wenn ich das wirklich live kommentiere. Ansonsten macht das echt keinen Sinn. Das ist echt ansonsten zum Scheitern verurteilt, wenn ich das machen würde. Deswegen werde ich jetzt quasi bei den nächsten Commentaries nur live kommentieren. Und ja, ich weiß nicht, wie das hier mit den Siegen stand. Ich glaube, ich habe einmal, zweimal gewonnen. Das kann, glaube ich, sein. Und ja, ist auch egal. Ja, eventuell habt ihr es schon mitbekommen, Leute. Und zwar nächsten Sonntag am 24. Mai 2015. Wird es um 0 Uhr, um Punkt 0 Uhr morgens, nochmal die Möglichkeit geben, die Demo hier anzuzocken. Bedeutet für euch, wenn ihr das Spiel hier noch nicht gespielt habt, oder noch nicht die Zeit hattet, die Demo runterzuladen, macht das, es wird sich auf jeden Fall noch lohnen, weil am 24. Mai um 0 Uhr wird es wieder die Möglichkeit geben, eine Stunde lang, glaube ich, Splatoon Global Testfire zu zocken. Das heißt, nochmal das gleiche wie hier. Und, ja. Wird auf jeden Fall sehr bockig, Alter. Ganz ehrlich, ich hatte mit kaum einem Spiel so viel Spaß in der letzten Zeit wie mit diesem Spiel hier. Ohne Scheiß, das ist echt so. Und ich finde, die 3 Stunden gingen rum wie gar nichts. Die gingen echt rum wie eine Unterrichtsstunde. Vor allem so, man zockt die Runden hier so chillig. Die gehen ja immer so knapp 4 Minuten. Dann denkt man sich so immer so, was, das war's schon? Mann. Und man freut sich dann immer so, wenn, wenn man es wirklich nochmal spielen darf. Das ist echt so krass, Alter. Und ich beneide wirklich diese Leute, die das schon früher spielen können. Die quasi schon die, Release-Version schon haben. Ich beneide diese Leute. Ich habe ja auf Twitter einen Joke gemacht. Weiß ich noch ganz genau. Ich habe halt ein Bild von der Demo hier genommen. So ein Gameplay-Foto hier, so ein Gameplay-Screenshot von diesem Spiel. Von Splatoon Global Testfire. Und habe dann geschrieben, als Kommentar, die Online-Server laufen schon mal stabil. Und echt sehr viele haben mir geglaubt, dass ich schon die Review-Fassung habe. Das heißt, ihr müsst wissen, an dem Tag war das so, dass die ganzen großen Let's Player schon die ganzen Review-Fassungen runterladen konnten. Und ja, ich dachte mir so, Alter, ihr Spastis, ich hasse euch, Mann. Warum könnt ihr das... Oh, Mann! Weißt du, ich wollte es auch unbedingt spielen. Ich beneide ja die Leute, ne? Die es schon vorher spielen konnten. Oder die halt das Spiel schon vorher haben. Kostenlos und früher. Ich beneide diese Leute, ohne Scheiß. Die haben echt... Ah! Die haben einen Hass verdient, sag ich mal so. Ganz ehrlich. Und von daher gesehen, ja. Ich hatte einfach richtig Hass auf die. Und deswegen dachte ich mir so, komm, Alter. Trollst ein bisschen die Leute, machst sie ein bisschen neidisch. Machst einen Screenshot von der Global Testfire Demo. Und was war? Sehr, sehr viele haben mir geglaubt, dass ich die Review-Fassung habe und dass ich schon online gegangen bin. Oh Mann, Alter. Ich habe aber direkt nach ein paar Minuten aufgelöst, dass es nur ein Joke war. Und ja, ein paar Leute wussten sogar, oder die haben es so erraten, dass es ein Joke ist. Also, ich sag mal so, warum sollte ein jetzt 900 Abonnenten-Spasti schon die Review-Fassung bekommen? Das lohnt sich doch aus Nintendos Seite überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie das nächstes Jahr aussieht, wenn wenn ich nächstes Jahr vielleicht etwas größer geworden bin, man weiß es ja nicht. Dann werden wir mal sehen, ob ich dann vielleicht schon in der Verfassung bin, Review-mäßig da was reißen zu können, da Nintendo anzufragen, vielleicht haben sie ja Interesse oder so, mal schauen. Ich weiß es ja nicht, ne? Wie das da aussieht mit den Auflagen, wie groß man dafür sein muss, das weiß ich ja nicht. Und ja, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall vor, wenn Splatoon rauskommt, es pre-release-mäßig hochzuladen. Ganz klare Sache. Ne? Sonst,
Ich will es einfach schon. Wisst ihr, ich werde auf jeden Fall Mittwoch schon. Am Mittwoch. Oder ich werde auf jeden Fall Montag schon bei Mac Media unserer Stadt anrufen und fragen, ob sie das reinbekommen, wann sie das reinbekommen. Und dann wird das auf jeden Fall spätestens Mittwoch geholt, aufgenommen. Und Donnerstag oder vielleicht schon Mittwochabend kommt der erste Part, weil Leute, ich möchte nicht wieder über den Tellerrand schauen. Und benachteiligt sein, nur weil da andere ihre Review-Fassung haben, ja. Ich möchte auch so einen kleinen Vorteil daraus erspielen. Mal ganz ehrlich. Ich möchte mir hier auf meinem Kanal so ein kleines Splatoon-Standbein aufbauen. Das geht nun mal nicht, wenn, wenn ich es am Freitag spiele, wo es schon jeder Spasti 10 Parts hochgeladen hat, weißt du, mach ich nicht. Mach ich nicht mit. Ich möchte mir auch ein Standbein aufbauen mit der Splatoon-Community. Ich möchte mir auch auf jeden Fall eine Splatoon-Community aufbauen. Ganz klar. Das kennt man ja auch von meinem Android. Ich will mir auch auf meinem Kanal eine Android-Community aufbauen. Genau das möchte ich auch hier mit Splatoon erreichen. Ich möchte, dass es sehr viele Leute auf meinen Kanal kommen und Splatoon sehen und sich denken, geil, feier ich, schaue ich weiter. Weil Splatoon ist geil. Und Splatoon ist ja auch geil. Und ich möchte echt wirklich, dass die Leute auch hier auf meinem Kanal bleiben und sich denken, okay, Alter, der Typ ist cool, der ist skillig, der kann das. Deswegen bleibe ich dann ein bisschen aktiver und schaue das mal ein bisschen mit. Wisst ihr? Denn es ist ja wirklich so, wenn man vor Release, ihr kennt es doch auch, wenn man vor Release Sachen sucht oder Gameplay-Material sucht, das ist ja, das ist so. Sag mir bitte, wer das mal nicht gemacht hat. Ich habe das schon 2011 gemacht. Als ich vom guten Twister, DX, The Legend of Zelda Skyward Sword gesehen habe. Er hat das da zum Teil schon, glaube ich, 2 Wochen vorher hochgeladen. 2 Wochen. Das kam am 28.11. raus. Am 28.11.2011. Und er hat das schon am 12., glaube ich, an meinem Geburtstag hat er das schon Let's Played und hochgeladen. 2 Wochen vorher. Okay? Das war echt krass. Und da soll mal einer sagen, 2 bis 3 Tage vorher wär krass, ne? Das soll mal echt einer sagen. Deswegen finde ich so, ich möchte einfach unbedingt, da ein bisschen was reißen, weißt du? Ich möchte nicht wieder über den Tellerrand schauen, ich möchte nicht wieder nur die Brotkrümel abbekommen. Ich möchte unbedingt damit was erreichen mit dem Spiel hier, mit dem Projekt, weil ich finde, es hat echt das Potenzial zu meinem Lieblingsspiel in diesem Jahr, weil, ey, ganz ehrlich, es ist was Einzigartiges, das habe ich auch schon mal so erzählt. Es ist einzigartig, es ist neu, es ist ein vollkommen revolutionierender Shooter, das ist was komplett anderes. Wie gesagt, ich habe da im ersten Part des Splatoon Global Testfire Demo so Referenzen zu The Blob gezogen. Kennt ihr auch bestimmt, diese bunte Farbkugel, die sich so in verschiedene Farben einhüllen kann und damit halt die Stadt färbt. Und ich finde halt, das ist ein bisschen hier von, ich sag's mal so, Splatoon ist ein bisschen, glaube ich, daran angelehnt oder ein bisschen daran abgekupfert, könnte man sagen. Also wenn man da nicht ein paar Ideen übernommen hat, dann weiß ich auch nicht, weil hier geht's ja auch darum, was einzuklecksen. Zwar ist man hier in The Blob kein Tintenfisch, aber es ist halt das Farbprinzip. Es gibt hier verschiedene Farben. Es gibt verschiedene Farben. Und von daher gesehen versucht man sich hier einzuklecksen. Es gibt einen Story-Modus und so. Das ist auch cool. Nice. Schon da gesehen. Es hat schon ein paar Ähnlichkeiten mit The Blob. Es ist zwar nicht ganz gleich, aber es hat Ähnlichkeiten. Und warum nicht? Ich meine, es gibt ja dieses Sprichwort, besser gut geklaut als schlecht erfunden, ne? Von daher gesehen kann man sich damit auf jeden Fall anfreunden. Und deswegen, ja. Ganz ehrlich, auch wenn es Inspiration sein sollte, es wäre nicht schlimm. Warum? Warum wäre das denn bitte schon schlimm? Ich meine, Battlefield oder Call of Duty, gibt es da Unterschiede? Ich glaube nicht, oder? Ich habe da zumindest, es geht halt darum, es gibt einen Story-Modus, du kannst online zocken und das war's dann, ne? In beiden Spiele-Modi. In beiden Spiele-Serien ist das so. Von daher gesehen, naja, soll auch jeder für sich selber denken, was er davon hält.
Ich finde, das Spiel ist schon sehr innovativ, auch wenn es für mich so ein paar Referenzen zu The Blob hat. Aber ist doch egal, ganz ehrlich, macht doch nichts. Naja, worüber wollte ich noch reden? Heute ist der Sonntag, ne? Ich nehme es hier gerade um 12.41 Uhr auf. Ihr seht den Part gerade um 14.30 Uhr ungefähr und ja. Was kann ich euch heute ans Herz legen, Leute, wenn ihr das gerade schaut? Um 16 Uhr gibt es auf meinem Hitbox-Kanal hitbox.tv/randomkai einen Livestream. Und zwar habe ich heute vor, nicht Splatoon zu streamen, sondern ich habe vorgehabt, Mario Kart 8 zu streamen. Und zwar 2 Stunden ungefähr, von 16 bis 18 Uhr ungefähr. Und das Ganze wird so gehandelt, ich mache ein Turnier. Ihr könnt dann halt reinkommen, ist ein öffentliches Turnier mit einem Code halt, ne, aber den werde ich auch oben in die Sticky Message reinpacken. Und ja, das Ziel da ist es. Ja, wir machen ein Turnier. Ohne Items. Ohne Münz. Wobei, ich überlege. Naja, auf jeden Fall ohne Items, denn ja, ich finde so. Ohne Items ist es viel skilliger, weißt du? Und 200 CCM hat nicht jeder drauf. Und ich habe sowieso schon bei meinem, einer meiner ersten MK8-Turniere so gesehen, okay. Alter, ich glaube, ein 200 CCM-Turnier ohne Items wäre, glaube ich, richtig cool. Aus dem Grunde. Weil, ja. Weil es macht halt kein Mensch. 200 CCM-Turniere macht kein Mensch. Oder wenn es einer macht, dann mit Items. Und ich finde halt, weil nicht jeder Mario Kart 8 perfekt drauf hat mit 200 CCM. Nicht jeder kann perfekt bremsen, beziehungsweise jetzt vielleicht schon. Jetzt vielleicht gibt es immer vielleicht schon diese Perfektionisten, die es schon in jeder Kurve können. In jedem, auf jeder Strecke, in jeder Kurve, die es da können. Eventuell. Kann sein. Und ja, deswegen dachte ich mir, komm, Alter, bevor es wieder lackbasierend ist mit Items und so, dachte ich mir, komm, Alter, machst du es ohne Items? Weil wie gesagt, ich habe jetzt auch schon mal MK8 und MK8 in 200 CCM. Boah, schon lange nicht mehr gespielt. Ey, seit der Splatoon Global Testfire überhaupt nicht mehr. Und das ist auch schon sehr lange her. Von daher gesehen, ja. Finde ich einfach so. Weißt du, so ein Skillturnier, so ein reines Skillturnier wäre doch auch mal was, oder? So, wo man wirklich rein Skill, verlangt und sehen möchte. Das ist doch angebracht, oder nicht? Das kann sich doch sehen lassen. Und, ja. Deswegen ist meine Entscheidung gefallen, heute um 16.30 Uhr, ne 16 Uhr, ne? 16 Uhr, heute 16 Uhr auf meinem Hitbox-Kanal RandomKai, hitbox.tv/RandomKai, wird es ein MK8 200 CCM ohne Items-Turnier geben. Eventuell mit Münzen, ich überlege noch. Weil Münzen sind auch nochmal ein bisschen basierend auf den Sieg, weil, ja, stellt euch mal vor, ihr startet im Turnier. Seid 5. oder 6. Oder sagen wir mal so im Idealfall, ihr seid 1. Ihr startet als 1. Und, es ist ja wirklich so, die Münzen bekommen die, die zuerst da sind, oder die halt Erster sind und halt als Erster losfahren. Und danach, despawnen die ja, nachdem man sie eingesammelt hat. Und danach dauert es halt immer so eine Zeit, bis die wieder respawnen. Und das ist so der Zeitpunkt für die Letzten. Das heißt, die Ersten bekommen die Münzen, die Letzten bekommen die Münzen, und was ist mit den, auf den mittleren Plätzen? Die bekommen keine Münzen. So, das ist meine Theorie. Deswegen denke ich halt, das wäre ein bisschen unfair, weil die so mittler platziert sind, also so die 5., die 6., die 7., die bekommen halt keine Münzen spendiert. Und die sind halt im Nachteil gegenüber denen, die Erster sind oder Letzter sind und ein Item bekommen. Klar, jetzt kann man sagen, okay, die Letzten haben ja auch den Nachteil, dass sie Letzter sind. Klar, aber es ist nun mal so, Münzen entscheiden die Sache halt, ne? Münzen entscheiden die Sache. Deswegen. Versteht ihr? Naja, Leute. Ich werde deswegen noch überlegen, ob ich jetzt wirklich Münzen mit reinbringe oder nicht. Das war's auf jeden Fall von Splatoon Global Testfire für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der nächste Part wird nächste Woche Sonntag kommen. Mit Live-Commentary, denn da gibt's ja wieder die Demo zu spielen. Also, wir sehen uns. Haut rein. Ciao.